Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Und es gibt einen weiteren Cold Case, in dem die Polizei wieder aktiv geworden ist. Die Polizeiinspektion Diepholz hat nach Jahren des Stillstandes die Ermittlungen im Mordfall von Nicole Stint wieder aufgenommen. Die Leiche der 38-Jährigen aus Stur wurde im Mai 2010 bei Groß-Ippener gefunden. Zu dem Fall hatte ich ja im August letzten Jahres auch ein Video gemacht. Die NOZ.de berichtet da, in einem Cold Case aus Stur kommt wieder Bewegung. Wie die Polizei Diepholz mitteilte, wurden die Ermittlungen im Mordfall Nicole Stint wieder aufgenommen. Die Leiche der damals 38-jährigen Sturerin wurde am 24. Mai 2010 von Spaziergängern im Waldstück Buchholz bei Groß-Ippener gefunden. Zu dem Zeitpunkt wurde sie bereits seit rund 9 Monaten vermisst. Aufgrund der Umstände musste zu dem Zeitpunkt davon ausgegangen werden, dass Nicole Stint einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen war. Neue DNA-Untersuchungsmöglichkeiten von Spuren aus dem Fahrzeug des Opfers haben neue Ermittlungsansätze gegeben. Nicole Stint war letztmalig am 18. August 2009 gegen 20.15 Uhr lebend gesehen worden. Sie verließ mit ihrem Auto den Hundeplatz in Bassum und dürfte laut Polizei zeitnah auf ihren späteren Mörder getroffen sein. Am 19. August hatte sie einen Termin bei einem Gerichtsvollzieher. An diesem Tag wäre auch ihr Auto gepfändet worden. Um weiterhin mobil zu sein, suchte sie im August 2009 nach einem günstigen Gebrauchtwagen. Für den sicheren Transport ihrer Hunde wurde mit Händlern auch über entsprechende Umbauten, also Hundegitter, Hundebox und ähnlichem gesprochen. Bei dieser Gebrauchtwagensuche wurde Nicole Stint offensichtlich auch von einer bislang unbekannten Person unterstützt. Die Polizei fragt jetzt, wer kann sich daran erinnern, dass im August 2009 ein günstiger Gebrauchtwagen gesucht wurde, bei dem im Rahmen des Verkaufsgesprächs über Umbauarbeiten wie Hundegitter oder Hundeboxen gesprochen wurde. Und da gibt es dann noch eine Telefonnummer von der Polizei in Diepholz, die nenne ich euch jetzt mal nicht, da ich jetzt die entsprechenden Quellen in der Beschreibung hinterlege und da könnt ihr dann auch die Telefonnummer sehen. Bereits im April 2018 hatte die Mordkommission die Ermittlungen in dem Fall neu aufgenommen. Der Fall wurde damals auch als aktualisierter Filmbeitrag in der ZDF-Sendung Aktenzeichen Y ungelöst thematisiert. Die Auswertung ihres Computers hatte ergeben, dass Nicole Stint seit April 2009 über die Online-Partnerbörse FriendScout24 unter dem Pseudonym Julchen71 zahlreiche Männerbekanntschaften knüpfte. Mit etwa 90 Männern hatte sie laut Polizei Chatkontakt. Mit mehreren traf sie sich persönlich. Erst Jahre später konnten jedoch mehrere Nutzernamen ihrer Chatkontakte rekonstruiert werden, die 2010 aufgrund von Löschfristen nicht identifizierbar waren. Dann gibt es noch einen weiteren Artikel von der Kreiszeitung.de. Dort steht dann, die Ermittler versprechen sich etwas davon, die DNA-Spuren aus dem in der Nähe des Bremer Hauptbahnhofs versteckten Toyota des Opfers noch einmal in Hannover auswerten zu lassen, zumal sich die Analyseverfahren deutlich verbessert haben. Damit wollen sie auch den Druck auf den noch nicht gefassten Täter erhöhen. Als Todesursache steht Gewalt gegen den Hals fest. Die 38-jährige Nicole Stint bewohnte an der Blockener Straße 15 in Stur allein eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Sie war nicht berufstätig und hielt 2 Hunde in ihrer Wohnung, mit denen sie in der näheren Umgebung Hundeausbildungsplätze besuchte. Sie hatte ansonsten kaum soziale Kontakte. Am Abend des 18. August 2009 fuhr sie mit ihrem PKW zu einer Hundeschule in Bassum. Diesen Treffpunkt verließ sie um 20.15 Uhr. Danach fehlte von ihr jede Spur. Einen Tag später wurde ihr Hund Lena im Bereich Döttling-Wildeshausen gefunden.
ihr Auto in Bremen in der Nähe des Hauptbahnhofs. Am 24. Mai 2010 fanden Spaziergänger schließlich ein von Tieren freigelegtes Erdgrab, in dem sich die Leiche von Nicole Stint befand. Ablageort der Leiche war das Waldstück Buchholz bei Groß-Ippenau. So, da haben wir den nächsten Cold Case, bei dem wieder ein bisschen Bewegung reinkommt. Und falls ihr euch jetzt nicht hundertprozentig an den Fall erinnert, es war halt auch so, dass Nicole einige körperliche Probleme hatte. Unter anderem hatte sie, glaube ich, einen sogenannten offenen Bauch oder eine sehr dünne Haut an der Bauchdecke, so dass da immer Gefahr bestand, dass dann praktisch irgendwelche inneren Organe durch die Bauchdecke hinaustreten können. Und ihre körperlichen Problematiken waren wohl auch ein Grund, dass sie dann halt Schwierigkeiten hatte, einen Partner zu finden. In der Erstausstrahlung des Falls wurde auf jeden Fall davon ausgegangen, dass einer ihrer Chat-Bekanntschaften der Täter sein dürfte. Aber wenn man jetzt natürlich jetzt hier nochmal schaut, dass sie wohl mit jemandem auch unterwegs war, der ihr bei der Beschaffung des Gebrauchtwagens geholfen hat, scheint man dort eventuell auch noch eine andere Spur zu verfolgen. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ob es in dem Fall bald etwas Neues gibt. Wenn ihr euch über den ganzen Fall nochmal informieren wollt, habe ich euch natürlich den Link zu dem Ursprungsvideo, was ich da gemacht habe im August letzten Jahres, in der Beschreibung hinterlegt. Da könnt ihr euch dann den Fall nochmal komplett angucken, dann seid ihr auch genau im Bilde, worum es da bei dieser ganzen Geschichte geht. So, dann sind wir einmal fertig mit dem heutigen Update von einem Cold Case. In dem Fall von Alexandra R. gab es heute auch noch eine Information, aber ob die jetzt so hundertprozentig glaubwürdig ist, da möchte ich erst einmal abwarten, bevor ich ein Video dazu mache. So, dann bleibt mir nur noch eins übrig, mich auf jeden Fall bei euch zu bedanken fürs Zuhören oder fürs Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt gut auf euch auf. Und dann bis zu dem nächsten Video. Tschüss.